Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sparen mit Barbara. Die erste volle Kalenderwoche im Oktober heißt Foodhall-Zeit. Heute ist Montag. Montag ist eigentlich gar kein Einkaufstag von mir und der Einkaufsort ist auch eher ungewöhnlich. Ich war nämlich heute bei Penny und zwar habe ich meinen Sohn zur Schule gebracht und ja, konnte da in der größeren Stadt mal das Sortiment von Penny durchstöbern. Normal würde ich da nicht extra mit dem Auto hinfahren, aber ja. Das war jetzt, hat jetzt kein zusätzliches Benzin gekostet. Okay, was ist das für ein. Ja, also ist ja Herbst, das heißt Feldsalatzeit. Ich habe hier einen sehr schönen Feldsalat für 1,49 € mitgenommen. Also kommt aus Deutschland. Dann eine Gurke, die fand ich jetzt sehr günstig. Da habe ich letzte Woche nämlich mehr bezahlt für 49 Cent. Trauben für 1,11 €. Eben auch, ich kaufe Trauben nur während der Traubenzeit, dann kommen die auch aus Europa und nicht aus Südafrika. Die haben, ja, wie gesagt, 1,11 € gekostet. Und dann habe ich noch was für meine Verkostung von Billigbieren. Einmal Turmbräu in der Plastikflasche für 30 Cent. Ging dann noch die Mehrwertsteuer ab, also für 29 Cent. Ich habe zwar schon einen Turmbräu von Rewe mitgenommen, allerdings in der Dose und naja, vielleicht ergibt sich da ja ein geschmacklicher Unterschied. Ja, ich habe jetzt 3 Euro irgendwas für die Sachen bezahlt. Da kann man natürlich nicht klagen. Und ich freue mich auf die nächsten Einkäufe. Bis dann. So, heute ist Dienstag und ich habe einen kleinen Spaziergang nach der Schule gemacht und bin zur Norma gelaufen. Da gab es nämlich die Müllermilch im Angebot für 47 Cent die Flasche. Das ist wirklich ein super Preis. Und ich habe die Sorte weiße Schokolade und Kokosnuss mitgenommen. Die soll sehr lecker sein. Dann war ich auch noch beim Lidl, ebenfalls im Rahmen meines Spaziergangs, und habe hier 600 Gramm Emmentaler für 3,33 € mitgenommen. Ist ein super Preis. Ich kaufe normalerweise immer die 400 Gramm für 2,59 € und umgerechnet würden also 400 Gramm hier nur 2,22 € kosten. Der ist noch bis 3.12. haltbar. Ich nutze den ja immer als Reibekäse. Ja, und wenn mein eingefrorener Emmentaler verbraucht ist, mache ich die Packung auf, reibe die und gefriere die ein, sodass wir da wirklich sehr weit mitkommen. Und dann habe ich dieses super Shampoo mitgenommen. Das ist normalerweise schon spottbillig, kostet normalerweise 75 Cent und in der Aktion hat das nur 57 Cent gekostet. Ja, und ich habe es erst einfach mal so ausprobiert, weil ich gedacht habe, ich wollte gerne mal so ein super billiges Shampoo ausprobieren. Und dann ist das in diesem Jahr auch noch Testsieger bei der Stiftung Warentest geworden. Kann ich wirklich empfehlen, ist also eigentlich für alle Haartypen geeignet, riecht sehr angenehm und also hallo, für 57 Cent, das sind sogar 500 Milliliter. Ja, ich bin schwer begeistert. Dann sehen wir uns beim nächsten Einkauf. So, heute ist Mittwoch und ich bin nach der Schule wieder spazieren gegangen. Dieses Mal zu den freilaufenden Hühnern. Leider gab es keine 10er-Packungen Eier mehr, sondern nur die 6er-Packungen. Da hat jetzt ein Ei 50 Cent gekostet. Also das heißt für 12 Eier dann 6 Euro. Normalerweise kaufe ich die 10er-Packung für 4,20 €. Aber ja, ich habe mir gedacht, besser so als im Supermarkt die Bio-Eier kaufen. Und ja, die Hühner haben auch wie immer einen sehr entspannten und glücklichen Eindruck gemacht. So, heute ist Donnerstag und ich war in noch ein paar Geschäften einkaufen und zwar bei Aldi, Edeka, Rossmann, Rewe und Netto. Bei der Edeka gab es Bananen für 77 Cent aufs Kilo. Bei Netto habe ich 4 Feigen zu je 38 Cent mitgenommen. Beim Aldi gab es goldene Kiwi für auch jeweils 38 Cent. Bei Netto habe ich einen kleinen Hokkaido-Kürbis mitgenommen. Da hat das Kilo 87 Cent gekostet. Vom Rewe sind diese wunderschönen Champignons für 96 Cent. Von der Edeka 500 Gramm Paprika für 96 Cent. Und ein paar lose Möhrchen vom Aldi für, ich glaube, 43 Cent. Da kostet das Kilo 89 Cent. Dann habe ich wie fast immer 4 Liter Milch mitgenommen zum Regulärpreis von 1,36 € bei der Edeka. Dann wird die Butter ja auch immer billiger. Ich habe jetzt 2 Päckchen Butter zu je 1,08 € bei Netto mitgenommen. Außerdem noch 2 Päckchen Quark für 52 Cent. Ich backe nämlich heute noch eine Schwarzwälder Kirschkäsetorte. 2 Päckchen Quark habe ich noch. Und ja, also die macht einen sehr guten Eindruck auf dem Foto.
ja, mit Kirschen, die habe ich noch eingefroren aus dem Garten. Ja, so eine Käsekuchenmasse und obendrauf kommt noch eine dicke Schicht Schokoladensahne. Dann zweimal Bier zu je 35 Cent von Netto. Und man kann ja nie genug Kaffee im Haus haben. Der Nescafé Gold war bei Rewe im Sonderangebot für 5,88 Euro. Hätte ich normal nicht gekauft, aber es gibt eine Geld-Zurück-Aktion. Da bekomme ich ein Glas gratis. Ja, also ich muss den Kassenbon hochladen, natürlich all meine Daten an Nestle weitergeben und bekomme dann 5,88 Euro überwiesen. So, weiß ich gar nicht, wo ich weitermachen soll damit. Ja, also ich mache erstmal bei den Non-Food-Produkten weiter. Ich war ja auch bei Rossmann. Da habe ich zweimal Meridol mitgenommen. Das war sowieso im Angebot für 4,45 Euro. Und dann hatte ich aber auch noch einen 2-Euro-Coupon in der Rossmann-App. Beim Kauf von Meridol-Produkten von über 7 Euro gab es 2 Euro zurück. Also, ja, und dann habe ich ja noch die Rossmann-App mit minus 10%. Das heißt, eine Packung hat dann nur noch 3,10 Euro gekostet. So, also ist für Meridol wirklich ein super Preis. Dann dreimal Zahnbürsten aus dem Angebot. Entschuldigung, ich stehe gerade ein bisschen blöd, ich springe hier gerade mal drüber. So, für 99 Cent, wie gesagt, 10% gehen ja dann auch noch ab. Und 8 Kerzen für 1,08 Euro oder 1,09 Euro. Ich finde die super. Ich habe ja früher immer Teelichter genommen, aber das hat immer so viel Alumüll verursacht oder die haben nicht mehr gebrannt, wenn man sie schon zweimal ausgepustet hatte. Und das sind meines Wissens nach die billigsten Kerzen, die auf dem Markt sind. Also selbst die Großpackung ist umgerechnet teurer als diese 8 Haushaltskerzen. Ja, was Junkfood betrifft, wollte ich eigentlich nicht so viel kaufen und es ist dann doch eskaliert. Also die Snickers waren geplant. 12 Snickers für 1,09 Euro. 12 Snickers für 2,98 Euro von Netto. Und ja gut, ich wollte schon die Chipsvorräte ein bisschen auffüllen. Okay. Lad mal aus. Hier einmal Chips frisch Tzatziki Style von Edeka für 96 Cent. Und dann gab es zwei Geschäfte, in denen die Pringles im Angebot waren. Einmal bei Rossmann für 1,39 Euro, minus 10%. Wäre auch der bessere Preis gewesen, aber ich wusste, dass der Rossmann meist nur die Basissorten im Angebot hat. Aber der Rewe hatte für 1,39 Euro alles Mögliche. Also da habe ich noch einmal Salz und Pfeffer. Texas Barbecue Style. Sour Cream and Onion und Pizza. Die mag mein Sohn so gern. Ja, ich habe ja ein Budget von 55 Euro jede Woche. Ich vermute mal, dass ich diesmal nicht ganz hingekommen bin. Es ist aber letztendlich egal, weil ich ja sowieso noch 5,88 Euro zurückkriege und aufs ganze Jahr gerechnet immer noch etwas im Plus bin. Ja, also jetzt sind halt einfach Vorräte wieder komplett aufgefüllt und ja, selbst wenn es jetzt irgendwie ein paar Euro mehr sind, finde ich immer noch, dass es ein super Einkauf war. Ich habe noch von letzter Woche 4 Kilo Kartoffeln und 3 Kilo Äpfel, sodass wir also wirklich super gut aufgestellt sind. Ja, das war's für diese Woche. Ich lade euch gleich den Gesamtpreis hoch. Nein, ich rechne den Gesamtpreis aus und schreibe ihn ins Outro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sparbare.